Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 27. Juli. Ich grüße ganz herzlich. Wir wollen wieder auf den Markt schauen und wir sehen hier starke Aufschläge bei den in Yen gehandelten Währungspaaren. Geht es hier stark nach oben, ergo Yen wertet ab alle anderen Werten auf. Wenn wir auf die Terminübersicht schauen, dann kam hier in der Nacht nichts Wesentliches, aber in gewisser Art und Weise so eine Art Entspannungsmove, den wir hier sehen. Es gab ja unlängst Verluste. Dazu hatten wir auch einige Yen-Pairs schon im Fokus, grundsätzlich US-Dollar-Yen und auch Australdollar-Yen. Die sehen alle immer noch ein Stück angeschlagen aus, also insofern hier mal nichts stark überbewerten in der Bewegung. Aber heute soll es vielmehr um den Channel gehen, auch viel mehr bekannt als Euro gegenüber British Pound. Gucken wir uns kurz den Monatschart an. Großes Bild, ganz klar, werden Sie kennen, wenn Sie das Devisenradar regelmäßig verfolgen. Hier gab es eine schöne Stabilisierung im Bereich 0,70 Key Level, ganz wichtige Zone aus früheren Jahren. Und genau hier trete das Paar nach oben. Im Sinne des Brexit-Effekts wurde dann hier sogar diese Abwärtstrendlinie seit dem Hoch, welches hier knapp vor der Parität markiert wurde im Jahr 2008, diese Abwärtstrendlinie hier mit zwei verschiedenen Auflagepunkten letztlich ganz klar im Vormonat durchbrochen. Es ging dann daraufhin erstmal schnurstracks weiter nach oben. Aber der Widerstandsbereich 0,8750 rund hier ableitend aus den Niveaus aus 2013, Hochpunkte, wo das Preis Verhältnis des Währungspaares eben stoppte und genau dann folgte hier eine starke Abwärtswelle. Jetzt sind wir hier im Erholungsmodus und grundsätzlich ist das eigentlich ein erstrebenswertes Ziel. Aber wir sehen der aktuelle Monat, ja gut, wir sind von den Hochs deutlich zurückgekommen, sind jetzt hier ein Stück weit nah am Eröffnungspreis zum Monatsbeginn. Die Gretchenfrage eben, wie kann es hier weitergehen? Wir wollen jetzt mal in den Tagesschart schauen, denn hier ist ein gewisser Spannungsaufbau zu spüren. So, weg hier die drei Beiträge. So, jetzt haben wir es. Und was sehen wir hier? Eine Situation, die wir kürzlich schon einfingen, und zwar konsolidiert der Euro gegenüber dem britischen Pfund nach dieser starken Aufwärtsbewegung bis eben hier knapp 0,68 den entsprechenden Brexit-Impuls. Das allerdings auf sehr, sehr hohem Niveau, was wir auch sinnbildlich für oder mit den Fibonacci-Levels vielmehr unterstreichen. So, Hoch- und Tiefpunkte angelegt. Hier entsprechend die Wegstrecke des goldenen Schnitts. Und da sehen wir, dass wir hier noch nicht mal bis zum 38er Fibonacci-Level gekommen sind. Das heißt, so ein Stück weit bullischer Druckaufbau ist hier ganz klar zu spüren. Und die abnehmende Volatilität der letzten Tage lässt hier praktisch so eine Art symmetrisches Dreieck zu. Ja, was hier also früher oder später einen gewissen Entladungsimpuls ja, zur Folge haben könnte. Und die Gretchenfrage wird eben sein, wohin geht das? Grundsätzlich bei symmetrischen Dreiecken, anders als bei aufsteigenden oder absteigenden Dreiecken, hier die Richtung tendenziell offen, die Ausbruchsrichtung. Aber im Sinne dessen, dass wir hier diesen bullischen Impuls gesehen haben, hier sozusagen auch ein absteigendes Dreieck, was ergo für einen Ausbruch nach unten sprechen würde. Hier jetzt aber mit diesem symmetrischen Dreieck drin, die Lage relativ offen. Es bleibt aber dabei und dann können wir uns hier diesen blauen Tendenzfall einfach mal nehmen und ein Stück weit justieren, wenn es dem Währungspaar nämlich gelingen sollte, hier ein neues Mehrwochenhoch zu machen. Also hier die Niveaus von Mitte Juli rauszunehmen. Das wären hier eben Preise über 0,8450. Wenn das Währungspaar darüber rauszieht, dann hätte man hier eine schöne Impulswelle, die dann auf jeden Fall in Richtung 0,86 und eben auch weiterführen könnte. Dazu muss aber, wie gesagt, der Daily Close ein deutlicher Impuls über 0,85, 0,8450 erstmal, dann 0,85 folgen und dann eben über das letzte Verlaufshoch. Dann sieht das ganz gut aus. Alternativ, wenn dieses Support-Level hier nach unten durchbrochen wird, 0,82, 80, 0,82, 70 etwa, dann hätte man hier auf jeden Fall die Variation, dass nicht nur das 38er, sondern vielmehr das 61er Fibonacci-Level touchiert werden würde. Und dann wären wir eben hier relativ nah schon an der Brexit-Kerze. Und wir können auch hier einen Horizontalbereich in den Chart holen, der sich hier sozusagen ein Stück weit tiefer als Support-Level darstellt. Und genau diese Zone sollte dann verteidigt werden. Geschieht dies nicht und wird die Brexit-Kerze hier relativiert. Ja? Und wir tauchen hier wirklich tiefer ein. Dann wäre die Gefahr da, dass wir auf jeden Fall zu den Niveaus zurückkehren, die vor dem Brexit-Event auf der Preistafel standen. Das ist im Prinzip ein Stück weit tricky, macht eben die Lage hier spannend. Grundsätzlich immer noch bullischer Bias, übergeordnet ausgebrochen. Konsolidierung auf hohem Niveau, das spricht eigentlich von Ausbruch auf der Oberseite, aber wir wissen es natürlich nicht. Wir können nur hier Chancen und Risiken bemessen. Und dazu schauen wir uns auch mal die Saisonalität an, die hier, wie wir sehen, im
sage ich schon, im Augustverlauf hier nach unten dreht. Ein Stück weit, jetzt schauen wir mal nochmal 40 Tage weiter, sehen wir eine Schwäche, die jetzt hier Ende Juli, Anfang August Einzug hält, dann aber hier seit Mitte August dann wieder nach oben drehen können. Das heißt, wenn wir hier trotz negativer Saisonalität eben nicht deutlich absinken, dann sieht das eigentlich vom Bias her ganz gut aus, dass der Markt nach oben aufdrehen könnte. Warten wir mal ab, was passiert. Was ich hier noch habe, das will ich Ihnen einfach nicht vorenthalten, aber es ist eher eine Seltenheit. Wir haben hier einen Vector Bull Pattern, ein FTSE, vom Forex Bull, die FTSE Vector Logic Pattern, was hier, aufgepasst, nur dreimal bis jetzt erfolgte, aber eine Trefferquote von 100% hatte. Das heißt, hier nach so zwei lapidaren Tagen gab es hier im Grundsatz immer einen bullischen Ausbruchsimpuls, der hier im Schnitt mit einem Zugewinn von 0,6% endete. Klar ist, und das will ich an dieser Stelle jetzt natürlich erwähnen, drei Erscheinungen während der letzten 17 Jahre ist viel zu wenig. Hier muss mindestens 30 stehen, eher 50. Alles, was dreistellig ist, ist dann sogar noch viel, viel besser. Also hier die ja, Relevanz des Patterns ist natürlich zu vernachlässigen. Aber interessant trotzdem, dass wir hier ein theoretisches Hoch sehen, was hier deutlich nach oben gehen könnte. Wobei ich jetzt gerade feststelle, das Preisniveau haut nicht ganz hin. 0,99 ist ein bisschen sehr spooky. Sehe ich gerade, dass das Preislevel gar nicht passt. Muss ich direkt mal ein Update an die Software schicken, warum hier 0,99 steht. Das ist natürlich ein bisschen Zauberei. Gut, Fuzzy-Vektorlogik streichen wir erstmal. Saisonalität aber auf jeden Fall interessant. Das mit den Zahlen ist mir gerade eben erst aufgefallen. Soll aber überhaupt kein Beinbruch sein, denn woran wir uns orientieren, unabhängig der Pattern, unabhängig der möglichen Saisonalität, die wir auch hier sehen, ist natürlich das aktuelle Preisverhältnis. Und das wirkt schon bullisch. Also, liebe Zuschauer, achten Sie auf 0,8450 auf der Oberseite. Wenn es da rausgeht, wird es interessant. Andererseits, wenn wir hier unter 0,8215, 0,8220 gehen, dann wird es wohl eher bärisch. Das wäre im Prinzip mal das grobe Statement zum Euro gegenüber dem britischen Pfund. Es bleibt dabei im Auge behalten. Und ansonsten noch ein kleiner Hinweis. Wir haben hier so eine Art Soft Launch heute gestartet, beziehungsweise gestern mit Guidance in der Kooperation. Sie wissen Bescheid, der Handel über Guidance ist mittlerweile möglich. Dazu heute Nachmittag noch mehr, auch im Devisenradar. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel.